Ja, schönen guten Tag. Ist mal wieder Trödelzeit. Heute ohne das männliche Gerümpel, dafür mit einem weiblichen Gerümpel. Frau Bierlauf ist heute da. Wo befinden wir uns denn jetzt hier eigentlich? Erklär uns doch mal auf. Wir befinden uns hier in Essen-Rüttenscheid auf der Messe Gruger. Und das ist der größte Trödelmarkt, den es hier so gibt. Einmal im Jahr, habe ich gehört. Einmal im Jahr mit einer Kirmes. Ja, genau. Aber ob das der größte ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, der bei Ikea einmal im Jahr ist noch größer. Also ich finde das schon sehr gigantisch. Also das ist jetzt bestimmt ein Kilometer darunter. Aber nicht lang schnacken, Kruppchen nacken, heute nicht so. Wir gehen einfach mal, zeigen euch wieder lustige Sachen. Ihr kennt das Spiel, ne? Bis dann. Ja, Jungs und Mädels, Freunde der Braukunst, das ist riesig hier. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, vielleicht ein Zehntel geschafft. Und wir sind schon eine Weile hier jetzt, 20 Minuten sicherlich. Das wird heute noch dauern. Ja, wie gesagt, ich schwenke mal rum, dann könnt ihr mal sehen, wie groß das ist. Ja, ihr seht schon, ne? Hier gibt es richtig, 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 richtig heißen Scheiß. Sogar Vintage Star Wars Figuren. Ich habe den Imperial Gunner gesehen. Ja, aber das übersteigt mein Budget dann heute doch ein wenig. Aber der wollte in Klammern nur
100 Euro dafür haben. Das ist eigentlich ein okayer Kurs, das kann man machen. Der rangiert so zwischen 90 und 120, 130, also ist das schon nicht schlecht. Aber ist halt nicht mein Budget. Dafür habe ich andere Spielzeug bekommen und Hörspiele und Schallplatten. Seht ihr nachher alles, ist großartig. Und Frau Bierlauf, Sie haben gerade gesagt, wir sind noch nicht mal am Ende hier. Nee, wir sind noch nicht mal an der Hälfte oder bei der Hälfte. Ja, ganz am Anfang. Mein Budget geht langsam zur Neige. Das war schlimm. Aber geil. Sehr schön, sehr zu empfehlen. Bis wann ist das noch? Bis zum 24? Bis zum 24. Ja, dann ist das Video wahrscheinlich noch nicht raus. Also ja gut, dann habt ihr was verpasst, wenn ihr nicht hier in Essen wart. Geil. Schöner sonniger Trödeltag. Super. Ja, ihr seht schon, hier könnte ich, weiß ich nicht, 1000 Stunden filmen mit Zeugs, was man hier sieht und was man hier findet. Das ist einfach unfassbar viel, unfassbar groß. Macht einfach Spaß, aber ich kann euch echt nicht alles zeigen. Ich würde euch gerne alles zeigen, was ich hier so an Spielzeug und Platten sehe, aber alleine die Platten, da wird das Video locker 3 Stunden gehen. Kein Witz. Also, das ist schon grob hier. So ja, es gibt ja keinen Trödel ohne... Bratwurst! Ne? Aber ist das noch Trödel? Das ist jetzt ja Kirmes. Richtig. Die Kirmes ist nämlich nebenan und da gab es lecker Bratwurst. Guck mal, sehr lang. Wir gucken aber mal, ob die genauso gut ist wie in Wambel in Dortmund. Ich bin ja voreingenommen. Aber das kann man schon essen. Das ist schon in Ordnung. Und Frau Bierlauf hat... eine Pommes. Ja, auch mal was ganz Klassisches, ne? Ja, ich gehe jetzt beim Breakdancer kotzen, dann sehen wir uns gleich beim Hall, ne? Tschüss. Später. Ja, hallo und willkommen zurück in einer etwas ungewohnteren Umgebung. Dazu gleich später mehr. Was machen wir erstmal? Okay. So sieht das aus. Ja, gut. Normalerweise kann das immer so, bei ihr plöppt das immer mehr als bei mir, aber gut. Ich proste auch mal hier in die Kamera, natürlich. Wir haben nämlich heute 2 Kameras am Start. Richtig professional, aber erstmal saufen. Das tut so gut. Oh, nach dem Trödelmarkt. Wie lange waren wir jetzt eigentlich da? Oh, sehr lange. Ich glaube, um 2 Uhr sind wir da angekommen. Ja. Und waren um 18 Uhr wieder da. Boah, 4 Stunden. Ja, da merkt man das schon. Aber es hat sich gelohnt. Ihr habt ja die Bilder gesehen, was es da nicht alles gab. Wobei ich fand, unglaublich. Ich habe das jetzt gar nicht so lange empfunden, ehrlich gesagt. Also die Zeit ist echt gut vorbeigegangen, ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte, oh mein Gott. Ja, nee, weil es gab überall was zu gucken. Ja. Und Plattenkisten. Oh wei. Oh wei, oh wei. Aber wenn wir schon mal Platten sind, ich überlasse dir mal die große Freude und Ehre. Du hast ja Platten gekauft. Auch. Gucken wir mal, was wir da haben. Ach, tatsächlich. Ach, die habe ich schon wieder fast vergessen. Ja, die hat schon. Ja, nu. Die habe ich ja nicht gekauft. Ja, die, gut. Weil die habe ich dann mal. die habe ich der Dame dann halt mal gegönnt, weil ich finde, jeder sollte die in seiner Sammlung haben. Das ist eine großartige Platte. Moody Blues. Mach ich mal so. Kann man das so sehen? Also ja, das kann man bestimmt so sehen. Ne? Days of Future Past mit dem London, nicht Symphony Orchester, sondern London Festival Orchester. Nights in White Satin. Ja. Ja, habe ich mich sehr drüber gefreut. Ne? Wusstest du, ich wusste gar nicht so, Nights in White Satin, ne, dass er da sofort drauf angesprungen ist. Ja, genau, das kenne ich ja auch von früher, aber die anderen sagen mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel. Aber Nights in White Satin ist natürlich ein Klassiker, kenne ich auch, finde ich sehr schön. Und ja, mal reinhören, auch das Cover gefällt mir sehr gut. Ja, es ist eine schöne Platte. So, machen wir weiter mit einer Platte von mir. Ja, guck mal, hier sind noch so Mondphasen drauf. Ist das ein Astronaut? Mit einem UFO! Ich stehe ja sehr auf UFOs. Ach ja, stimmt, wenn man das umdreht, dann sieht man ganz andere Sachen. Das ist ja cool. Ich weiß gar nicht. Ach, das muss man ja einmal zeigen hier, ne? Das ist ja... Das ist ja besonders diese Ecke hier. Ist ja abgefahren. Ja, für die Astronomin da, ne? Ja, schön. Vielen Dank nochmal. Ja, sehr, sehr gerne. So, haben wir bezahlt 2 Euro. Jetzt halte ich hier mal eine Platte rein, ne? Kennt vielleicht der eine oder andere. Gary Moore, ja? Wild Frontier? Nee, doch, Wild Frontier, natürlich.
Over the Hills and Far Away. Kennt man. Alleine deswegen habe ich die schon mitgenommen. Ja, auch 2 Euro. Muss man jetzt nicht viel zu sagen. Gering nur, ne? Ja, aber ich finde, das muss man von hinten auch mal zeigen. Das sieht einfach cool aus. Ja. Sollte man, ne? Also. Ich mag sowas. Ja, der kommt aus welchem Land? Irland. Na, ist das nicht ein Zufall dann jetzt? Ja. Ist das nicht ein lustiger Zufall jetzt? Das ist tatsächlich ein Zufall, denn ich habe mir diese Platte hier noch gewöhnt. Eigentlich sind das ja 2. Mhm. Das ist ja so ein Doppelalbum. Ja, das ist einfach irische Volksmusik. Mag ich sehr. Also ist jetzt nicht irgendwas dabei, wo ich jetzt sage, ach, das kenne ich jetzt auf jeden Fall. Aber ich persönlich finde, mit Irish Folk kann man nichts falsch machen. Und ja, Irland, eins meiner Lieblingsländer. Ja, wenn man das so schön aufmacht. Ach, das sieht schön aus. Schönes Gattefold. Mach das mal so. Das ist ja groß. Aber was sehe ich denn hier? Dubliners. Ja, die kenne ich wohl. Die Dubliners. Okay. Ja, du wirst dich da wahrscheinlich mehr mit auskennen als ich. Der Rest sagt mir gar nichts. Vielleicht kenne ich ja tatsächlich den einen oder anderen Song. Meistens kenne ich die Interpreten gar nicht. Ist mir aber auch nicht peinlich. Aber kennt man die Songs vielleicht irgendwie? Nee, sagt mir auch nichts, ne? Hier, aber wenn das ist so Best of Irish Folk, muss irgendwie, ist denn die Whiskey in the Jar? Ist das nicht auch was? Ach, wo denn? Wo denn? Nein, ja, meine ich ja irgendwie. Ja. Das müsste ja eigentlich auch dabei sein, ne? Ja. Nö. Okay. Von wann ist die? 89. Mhm. Ja. Ja. Schöne Irish Folk Platte. Gut, weiter geht's. Weiter mit Vinyl. Heute gibt's Vinyl ohne Ende. Und zwar habe ich hier wieder was. Ach, guck mal. Auch schön, ne? Ja, hier, das ist der Cosmic Causeway, ne? Oder ja, der Giant Causeway. Ja, genau. Genau, und ich als angehende Geologin finde das ganz besonders spannend, weil das sind ja Basaltblöcke, ne? Das ist ja vulkanisches Gestein. Und das ist so gewachsen, das hat da keiner reingeklöppelt. Nee, genau, das ist so gewachsen. Wenn ich das nochmal kurz hier reinhalten darf. Ja, aber selbstverständlich, halt doch mal ordentlich rein da. Der Giant Causeway, ne? Das sind hier die Basaltblöcke, die so wachsen, weil die Atome so angeordnet sind und deswegen immer diese gleiche Form haben. So, die zweite Kamera hat sich jetzt abgeschaltet, da fangen wir jetzt aber nicht nochmal ran rumzumachen. Deswegen müsst ihr uns jetzt hier auf der Kamera ertragen, wir machen mal Pingerlingeling. Was soll das denn? So, zweite Platte, Moody Blues, kann ich nie dran vorbeigehen. Ich weiß nicht, was das für eine Platte ist, ich mag nur die Moody Blues und wenn ich die in irgendwelchen Grabbelkisten sehe, dann kaufe ich mir die einfach. Weil die haben mich noch nie enttäuscht. Wer ist das? In Search of Hellos Chord? Ach, hä? In Search of the Lost Chord. Ach. Ja. Der Suche nach dem verlorenen Akkord. Okay, ist auch eine Gattefold. Ups, ja, die ist hier ein bisschen kaputt. Das kann man aber kleben, das ist ja nicht so schlimm. Ja, schön schlicht. Passiert nicht viel im Inneren. Aber das Cover finde ich auch. Aber das Cover ist geil, ja. Ne? Hier mit Death and Birth. Ne? Also Tod und Leben direkt nebeneinander. Sehr schön. Ja. Ist ein bisschen alienhaftig, ne? Von wann ist denn das? Also available in Mono. Naja, wer es braucht. 68. Ja. Printed in England. Also, haben wir sogar eine englische Originalpressung. Naja, ob das jetzt irgendwie was Besonderes ist, keine Ahnung. Ja, ich mag die Moody Blues. Fertig, aus. Zack. So, ein Teil hast du noch, ne? Ein Teil habe ich noch. Habe ich selbst entdeckt auf dem Trödelmarkt. Ja, die Irish Folk Platte auch. Ja, stimmt. Habe ich jetzt nicht gesagt, so hier, das ist da, hier. Ich habe das alles entdeckt. Ja, lustigerweise hatten wir vor kurzem noch darüber gesprochen. Richtig. Und da habe ich es entdeckt, hier auf dem Trödelmarkt, die Legende. Something really special that I've been promising to show you. Mit einem sehr jungen Tom Cruise. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr, sehr cooler Fantasy-Film. Habe ich sehr gerne geguckt. Finde ich auch super. Und musste ich unbedingt mitnehmen. Konnte ich nicht dran vorbeigehen. Und Tim Curry wieder als der Böse, ne? Tim Curry. Und für 3 Euro, finde ich, kann man die einfach mal mitnehmen, ne? Das ist schon fair. Ja, habe ich mich sehr drüber gefreut. Also es war so mein Fund des Tages. Ja, fand ich auch so lustig, als du ankommst. Guck mal hier. Und ich dachte mir, ach, guck mal, letztens noch drüber unterhalten. Ja, und ja, dass Fantasy in den 80ern halt nicht so funktioniert hat. Ja, ich habe ja immer gedacht, das wäre der erste Film gewesen von Tom Cruise oder seine erste Rolle. Bis du mich dann aufgeklärt hast, dass es, glaube ich, seine zweite gewesen ist. Zweite oder dritte schon. Aber das war so das erste, wo er richtig viel Budget hat. Also die haben ja richtig viel Geld reingeschossen und es ist leider nicht funktioniert. Ne? Ich muss ja sagen, ich finde den Teufel, der sieht ja ziemlich cool aus. Ne? Ja, von dem hat hier auch ein bisschen Schiss. Der war schon gruselig. Ja, sehr schön. Mich sehr darüber gefreut. Super Zustand. Dann haben wir hier noch Super Zustand.
Der Angriff der Horrorameisen von H.G. Francis, Europa-Hörspiel, Regie, Eike-Dine Körting, natürlich. Ja, lustige Geschichte. Grüße gehen raus an den Mann von dem Stand, wo ich das gekauft habe. Der hat mir da nur 5 Euro für abgenommen. Achso, die Platten waren jeweils immer 2 Euro. Der hat mir nur 5 Euro dafür abgenommen und meinte, hier, damit du noch weiter Ping machen kannst. Ne? Heute müssen wir ein bisschen Geld im Säckel überbleiben. Fand ich sehr nett, ist auch Top-Zustand, also wirklich gut gepflegt, schönes Cover. Und ich erinnere mich an das Hörspiel noch von früher. Das fand ich sehr gruselig. Ist halt Formicula, ne? Da haben die sehr viel abgekupfert. So, und dann kommen wir noch zum Highlight des Ganzen. Eine schöne Star Wars Figur, Püppchen, yay. Püppchen auf Karte, yay! Wedge Antilles. I'm on him, Luke. Hold on. Von der Vintage Collection, Retro Collection, so heißt es ja, hat mal 39,99 gekostet. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennt. Ja, also 39,99 €. Jetzt für ein 20 ist okay, wenn man sich überlegt, dass die neu auch bei Toys R Us schon für 24 hängen oder so. Dann kann man das mal machen. Der Typ war auch sehr nett. Total nett. Der hat sich auch, glaube ich, sehr gefreut darüber, ne? Dass du dich über diesen Stand gefreut ja. hast. Der war so redselig. Und, ja. Hat er dich nicht auch irgendwie erkannt? Ich meine schon. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hatte der einen Stormtrooper auf Karte von Pali Toys. Ne? Und da bin ich ja total abgedreht. Aber er hatte gesagt, die ist nicht zu verkaufen. Den habe ich hier nur stehen. Zum Zeigen und so. Ja, ich bin ja fast hinten rüber gekippt, als ich gehört habe, wie teuer der ist. Ja, teuer. Könnt ihr ja mal googeln. Ich erzähle euch nicht mal alles. Könnt ihr mal selber googeln. So. Ja, war ein sehr netter Typ. Ja, wir waren jetzt 4 Stunden da. Wir hätten locker noch mal 4 Stunden dranhängen können, wenn wir alles uns halt angucken wollen. Und sicherlich auch noch mal ein bisschen Geld lassen. Oh. Ja, ein bisschen wäre noch gegangen. Ja. Ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Ich freue mich über die Sachen, die ich gefunden habe. Die kommt morgen im Auto rein. Dann wird man schön, weil ich habe noch ein Auto mit Tape-Deck. Und dann hört man sich die an. Dann wünsche ich euch aber schon mal einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Hast du noch irgendwas zu wünschen? Einen schönen Tag oder wie auch immer. Genau. Und ihr könnt jetzt was richtig abschalten. Abschalten, 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 Puck abschalten, abschalten. Ja, herzlich willkommen bei den Outtakes. Ihr seht schon, was mich gleich erwartet. Ja. Ich wurde genötigt von einem eher kleinen Menschen, der hier neben mir steht, den ihr jetzt nicht seht, hier. Ja, gehen wir doch mal rein, ne? Ja, jetzt geht das gleich los hier, ne? 1:37 später. Ja, das ist rückwärts, aber jetzt wird es auch ein bisschen schneller. Jetzt kommt die Laune hier auch mal auf. Es ist schwierig, die Kamera hochzuhalten, aber das macht man nicht alles für die Show.